بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Und die Frage lautet, هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة Ob رسول الله صلى الله عليه وسلم macht diese Dua von Al-Qunut immer nach dem صلاة الصبح besonders bei zweiter Raka nach dem الركوع oder nicht. هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wir wissen, dass رسول الله صلى الله عليه وسلم diese Dua fast immer nach صلاة الوتر gemacht hat. Und zwar diese Dua: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت und so weiter und so fort. Hat das nicht nur in Salatul Witr oder nach dem Salatul Witr gemacht, also sondern hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das auch beim anderen Gebete, Pflichtgebete meine ich, besonders wenn etwas Schlimmes für Muslime passiert ist. وما أحوجنا في هذه الأيام كذلك. Das heißt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, immer wenn etwas Schlimmes, also die Muslime bekommen, zum Beispiel Kriege oder zum Beispiel Erdbeben oder etwas, dann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macht auch diese Dua nach dem Salatul Subh oder auch in Salatul Maghrib oder auch in Salatul Isha. Aber dass man bei jedem oder bei jedes Mal nach dem Salatul Subh das macht, das hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht, weil es gibt einen Beweis von einem Hadith, rawahu Ahmad wa al-Tirmidhi wa kadhalika al-Nisa'i, anna سعد ابن طارق الأشجعي أنه قال لأبيه سعد ابن طارق زكت زين فاطر يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر فقال إي بني محدث رضي الله Anhu sagte, als er seinen Vater gefragt hat, O mein Vater, du hast hinter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebetet und auch hinter Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali haben das immer nach dem Fajr-Gebet oder während dem Fajr-Gebet diese Dua von Al-Qunut gemacht oder nicht? Dann sagte sein Vater, Ibunay Muhdath, das ist eine ein Bid'ah, das haben wir nie gemacht. Meine ich damit jedes Mal in Salatu al-Fajri, außer wenn eine Ausnahme gibt. Deshalb, liebe Brüder und Schwester, es gibt manche Länder, die das immer jeden Tag das machen oder bei jedem Salatu al-Subhi machen. فهذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aber die nehmen einen Hadith, der schwach ist. Hadith Anas رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. Das heißt, sagte Anas رضي الله عنه, dass رسول الله صلى الله عليه وسلم hat immer diese Dua in صلاة الفجر gemacht, bis er gestorben ist. وهذا حديث ضعيف لا يؤخذ منه. Das ist ein schwacher Hadith. Und ihr sagt immer, von Hadithen, die schwach sind, nimmt man nicht. Deshalb sagt auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan leysa alaihi amruna fahuwa raddun. Und Hadith rawahu Muslim. Das heißt, wenn jemand etwas macht, was wir nicht gemacht haben, wird sein Tat nicht angenommen, sogar er wird das wieder zurückbekommen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته